Freunde, es ist wirklich unglaublich, was heute wieder passiert ist. Es ist kein Spaß, es ist kein Clickbait oder so im Titel. Auf jeden Fall, ihr habt es gelesen, Yo Olli ist frei, irgendwie der Boy ist frei, irgendwie sowas, ja. Und es ist, wie gesagt, wirklich kein Spaß, kein Clickbait. Es wäre schön, wenn es das wäre, aber Yo Olli ist wirklich raus aus dem Knast. Bevor wir aber gleich mit dem Video anfangen und ich euch auch ein paar Sachen einblende dazu, ganz kurz nochmal eine kleine Werbung, Freunde, wie auch schon in den zwei anderen Videos von heute. Auf jeden Fall habe ich hier diesen nice Pulli zugeschickt bekommen. Ja, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal abchecken, hat eine geile Qualität und so. Auch einen hochwertigen Stick, das kann ich euch jetzt mal hier gut zeigen am Arm, ja, sieht sehr nice aus. Für Leute, die irgendwie noch ein Weihnachtsgeschenk oder so brauchen, ist eine sehr gute Qualität, muss ich wirklich zugeben, ganz ehrlich, ja. Passt auch sehr nice und so und ist natürlich mal unten verlinkt, Freunde. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zum Thema von heute, Freunde. Yo Olli ist frei. Ihr seht jetzt mal ganz kurz ein Bild vom Yunus eingeblendet hier an dieser Stelle, ja? Meine Straße hier, voll mit Designern und Stores von Rolex. Ah, ein bisschen weiter hinten erst. Hier mein Ausweis für die Haft. Der Model oder das Model, besser gesagt, kam natürlich auch so rein originalgetreu. Hafthaus 2. Ich bin hier gerade bei meinem Netto, zeige euch mal meinen Style, aber auf Gesicht zeige ich erstmal noch nicht. Und das Ding ist so, ich muss sagen, ich habe ihn schon direkt erkannt, aber er sieht schon anders aus, ja, mit seinem Bart und sowas, der Boy, ja, der Boy mit dem Bart, auf jeden Fall. Ich finde das krass irgendwie, dass der jetzt einfach draußen ist. Wie gesagt, es gibt doch kein festes Urteil, bedeutet, er wird hoffentlich immer noch verurteilt werden, aber für den ersten Moment läuft er wieder außen rum und läuft im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich auch Gefahr, dass ihm irgendwas angetan wird. Also ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass da draußen ein paar Leute gibt, die nicht gut zu sprechen sind auf ihn und die ihm auch eventuell irgendwas antun würden, ja. Deswegen glaube ich, also sage ich euch ganz ehrlich, Olli könnte froh sein, würde er jetzt im Knast sitzen so. Weil da würde er wahrscheinlich nicht so krass Gefahr laufen, dass ihm irgendwas passiert. Aber wenn er außen rumläuft, dann, ja, kann das theoretisch passieren. Ich will da niemanden dazu auffordern und so. Und das ist auch nicht die Lösung dafür. Der bekommt hoffentlich seine gerechte Strafe. Aber trotzdem ist es schon auch für ihn natürlich ein Risiko. Aber er geht dann natürlich wieder um damit, als wäre nichts passiert, ja. Er stellt sich als Unschuldigen dar, als komplett Unschuldigen. Und ich sag mal so, egal, ob er für irgendwas verurteilt wird oder nicht, dass er diese Mädchen belästigt hat, das langt schon, finde ich. Alleine das langt schon und das hat er ja selbst hochgeladen. Und da glaube ich, da kann man auch nichts anderes sagen. Er hat die ganz klar belästigt, die wollten das nicht, dass er die anfasst und so. Der Typ hat einfach weitergemacht und ihm war scheißegal. Ja, deswegen, ich hoffe, wie gesagt, er bekommt seine Strafe. Ich bin gespannt, wie dieser Prozess ausgehen wird. Natürlich hoffentlich gut für uns, ja, gut für die ganzen Leute draußen und schlecht für Olli, aber trotzdem, dass der Typ alleine jetzt im ersten Moment wieder frei ist, das finde ich, ist einfach komplett behindert. Also Real Talk, was ist das für ein Rechtssystem auch so, ja? Guck mal, das Ding ist so, du kannst im Staat irgendwie um ein paar Euros bescheißen, so, dann kommst du dafür gefühlt, keine Ahnung, Alter, dein ganzes Leben lang in Knast. Wenn du sowas machst wie Olli und irgendwelche Mädchen belästigst, dann, keine Ahnung, Alter, da passiert einfach nichts. Die machen einfach nichts dagegen und ich finde das schon sehr traurig, Freunde. Ja, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, ihr habt die Einblendungen und alles gesehen. Ich hoffe, dieses Video wird nicht gestrikt, ja, man darf ihn eigentlich nicht mehr zeigen, aber in diesem Fall hoffe ich mal, geht das klar, ja? Auf jeden Fall, Freunde, teilt das Video gerne mit euren Freunden, damit die auch Bescheid wissen und eventuell gewarnt sind, ja, dann, damit die ihre Schwestern informieren können und so. Auf jeden Fall, Freunde, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.